Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Pyro Freunde. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal wieder eine kleine Böllerrunde für euch. Mit dabei sind der Panda Defender, China Knaller von Weco, Komet China Böller D und dann noch Gruselfeuer, die Alten, Cheops Knall von Pyro Art, China Böller D, Kobold Fontäne und natürlich eine kleine Space Sun Pakete. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Und wir sehen uns gleich wieder. So, als erstes legen wir los mit dem Cheops-Knall von Nico oder Dreieck Nacho. Ja, schöner Verpuffer. So, jetzt machen wir mal einen direkten Vergleich zwischen den Komet-D-Böllern und dem China-Böller-D von Keller Feuerwerk. Ja, das ist der von Keller. Normale Wandung und alles. Ja, trägt schon ordentlich. So, mal sehen, wie der Komet D ist. Dieses Jahr ein bisschen schlechter verarbeitet. Ja, eindeutiger Unterschied. Der Keller D ist natürlich besser gewesen. Hier ist einfach nur aufgeplatzt. Jetzt ein altes Gruselfeuer von Keller. Dürfte noch mit Crackling sein. Sehr schön. Weiter geht's mit der Pyro-Petarde. Von Weco Feuerwerk, ist aus dem Knallhart-Sortiment vom Aldi, glaube ich, oder das Dynamite Bag. Ja, normaler Knall für so einen kleinen Reibkopfknaller. Jetzt der China-Knaller von Weco, könnt ihr jetzt leider nicht mehr so gut sehen. Schon besser. Jetzt mal wieder eine kleine Fontäne, und zwar die Flitze Feuerstein von Weco, die neuere Charge. Leider etwas durchgezündet, aber macht nichts. So, jetzt eine weitere Fontäne, und zwar die Kobold-Fontäne von Komet mit gelbem Backcover auf grüner Schrift oder andersrum. Dürfte eigentlich auch jeder von euch kennen. Eine kleine Rarität. Sehr schöner Effekt, immer wieder. So, jetzt kommen wir zu den beiden Highlights meiner Böller-Runde. Als erstes der Defender 1 von Panda Feuerwerk. Viel Spaß! Sogar mit Zerleger. Ich hatte gedacht, immer die 1 ist das mit dem Titanwirbel. Aber sehr schön Zerleger. Und jetzt als letztes nochmal ein Crackling-Artikel, die Space Sound Rakete von Keller. Auch eine ältere Charge. Sehr schön. So, da hoffe ich, euch hat mein kleiner Zusammenschnitt von Feuerwerksartikeln gefallen. Seht ihr nochmal das Schlachtfeld, und da sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Effects Fireworks.